Mein Name ist Thorsten Butsch und ich erzähle jetzt etwas zum Thema Ausbreitung von Licht. Wenn wir den Lichtschalter betätigen, haben wir das Gefühl, dass Licht sofort da ist. Aber auch Licht hat eine Geschwindigkeit. Sie ist allerdings so hoch, dass sie sich unserer direkten Wahrnehmung entzieht. Um eine Vorstellung zu bekommen, wie groß die Lichtgeschwindigkeit ist, ist hier eine Erdkugel. Und wenn ich hier diese Erdkugel umkreisen möchte, muss ich dazu 40.000 Kilometer zurücklegen. Das Licht schafft diese Strecke in einer einzigen Sekunde 7,5 Mal. Und damit habe ich eine Geschwindigkeit von ungefähr 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also das ist wahnsinnig schnell. Wer an einem Frühlingsmorgen schon einmal im Wald spazieren war, hat bei leichtem Nebel dieses Bild vielleicht schon mal beobachtet. Man sieht durch das Blätterdach die Lichtstrahlen, die durch den Nebel sichtbar gemacht werden. Aber auch in der Disco kann man bei einer Lasershow Lichtstrahlen sehen. Diese Lichtstrahlen werden durch den Nebel sichtbar gemacht. Wenn man genau hinsieht, sieht man, dass sie alle gerade sind. Dass Licht sich nur gerade bewegen kann, sieht man auch an einem kleinen Versuch. Wenn man etwas durch eine Pappröhre, hier in dem Fall eine Klopapierrolle, beobachtet, sieht man zum Beispiel jetzt nur diese kleine Figur, was aber drumherum sich befindet, bleibt verborgen, weil das Licht von den Sachen, die sich neben dieser Figur befinden, können nicht in die Pappröhre. Nimmt man die Pappröhre weg, sieht man auch die Sachen, die neben dieser Figur sind. In diesem Fall eine blaue Kiste, den Teppich und die Wand, vor dem das Ganze fotografiert worden ist. Machen wir noch ein Experiment. Wenn ich diese Figur wieder nehme und meine blaue Kiste, so kann ich beobachten, sobald ich die Figur hinter der blauen Kiste platziere, kann ich sie nicht mehr sehen. Es ist klar, dadurch, dass sich das Licht geradlinig ausbreitet, kann es nicht um die Kiste herum. Ich muss die Figur wieder vor die Kiste stellen, damit ich sie sehen kann. Bei diesem Experiment liegt hier eine Taschenlampe, die ist nicht mehr im Bild und der Lichtkegel, den diese Taschenlampe aussendet, wird durch zwei Tempotaschentücherpackungen begrenzt. Und hier sehe ich einen Lichtkegel, der sich nach rechts ausbreitet. Wenn ich genau hingucke, sehe ich, dass dieser Kegel oben und unten entsprechend begrenzt ist. Dies ist hier durch zwei gelbe Hilfslinien gekennzeichnet worden. Dieser Lichtkegel bzw. diese Begrenzungslinien, Randstrahlen, ist der korrekte Begriff dafür. Wenn ich diese Randstrahlen verlängere, sehe ich, dass sie sich hier links treffen würden. Und genau da, wo die sich treffen, befindet sich die Glühbirne der Taschenlampe. Wenn man das Ganze aufzeichnen würde, würde es ungefähr so aussehen. Ich habe hier meine Taschenlampe, hier ist die Glühbirne. Diese Glühbirne sendet Licht in alle Richtungen aus. Das Licht wird durch eine Öffnung in einem Gehäuse, kann es entsprechend als Lichtkegel sich ausbreiten. Auch hier habe ich wieder meine Randstrahlen. Wenn ich genau hingucke, sehe ich, dass die Randstrahlen in dem Kreuz des Lichtquellensymboles beginnen. Diese Randstrahlen haben eine sehr wichtige Funktion. Sie begrenzen nicht nur diesen Lichtkegel, sondern sie ermöglichen mir auch, ihn zu zeichnen, weil ich entsprechend weiß, ich muss hier
in diesen Lichtquellensymbolen im Kreuz beginnen. Hier an der Öffnung ist der zweite Punkt, und wenn ich hier ein Lineal anlegen würde, könnte ich hier einfach meinen ersten Randstrahl zeichnen, meinen zweiten, und was hier in der Mitte ist, das ist entsprechend der Lichtkegel. Wenn ich jetzt mit meinen zwei Packungen Tempotaschentüchern diesen Lichtkegel versuche einzuengen, also kleiner zu machen, sehe ich, dass sich ein neuer Lichtkegel ergibt. Bei diesem Lichtkegel beginnen wieder die Randstrahlen im Mittelpunkt des Lichtquellensymbols und gehen dann hier berühren den äußersten Punkt der Tempotaschentuchpackung und gehen dann gerade weiter. Und das Ganze gilt auch für den zweiten Randstrahl. Das heißt, ich würde ein Lineal so ansetzen, dass es hier einmal durch das Kreuz geht und hier der Strich bzw. der Randstrahl die zweite Tempotaschentuchpackung berührt. Was sich in der Mitte dieser beiden Strahlen befindet, ist wieder mein Lichtkegel. Was man hier aber auch sehr schön sehen kann, dass ein einzelner Lichtstrahl nicht existieren kann. Je kleiner ich diese Lücke mache, umso geringer und umso schmäler wird hier mein Lichtkegel, aber es bleibt immer ein Lichtkegel. Das heißt, er wird immer auseinanderlaufen. Dieser Lichtstrahl ist nur eine Modellvorstellung. Man benutzt ihn, um entsprechend diese Lichtkegel zeichnen zu können. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Licht bewegt sich mit ungefähr 300.000 Kilometern pro Sekunde. Für Punktlichtquellen, Kerze, Glühbirne, nutzt man dieses Symbol hier, also dieser Kreis mit dem Kreuz. Lichtquellen senden ihr Licht in alle Richtungen aus. Lichtstrahlen bewegen sich immer geradlinig. Lichtstrahlen beginnen immer im Kreuzmittelpunkt des Lichtquellensymboles. Ein einzelner Lichtstrahl kann nicht erzeugt werden. Es handelt sich um eine Modellvorstellung. Mit ihr kann das Verhalten von Licht beschrieben werden. Die Lichtquelle in einem Scheinwerfer bzw. Taschenlampe sendet Licht in alle Richtungen aus. Das Gehäuse lässt ein Lichtbündel durch eine Öffnung hinaus. Das Lichtbündel wird durch die sogenannten Randstrahlen hier und hier begrenzt. Die Randstrahlen beginnen im Kreuz der Punktlichtquelle.